Wortwahl ist ja, die ist ja schon entlarvend von Nancy Faeser. Sie redet nicht von illegaler Migration, müsst ihr mal zuhören, sie redet von irregulärer Migration. Das ist der Ausspruch der Parteien, die leugnen, dass die Migration jetzt gerade stattfindet, gegen das Gesetz verstößt. Im Bürgerdialog in Brandenburg legt Herr Cottré den Finger in die Wunde. Er spricht Klartext über die verfehlte Politik der Bundesregierung und zeigt auf, wie die AfD die dringend nötigen Lösungen anbietet. Dieses Video sollten Sie nicht verpassen. Wenn Sie wissen wollen, was in unserem Land wirklich schiefläuft, schauen Sie unbedingt bis zum Ende. Auf geht's! So, jetzt freuen wir uns auf Steffen Cottré. Steffen, du bist dran. Wunderbar, danke. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich komme ja gerade aus dem Deutschen Bundestag. Wir haben Haushaltsdebatten und ja, man muss sich eigentlich die Ohren zuhalten, wenn Vertreter der Altparteien dort sprechen. Die wissen überhaupt nicht mehr, wie es hier draußen auf der Straße aussieht, wie es im Allgemeinen den Menschen geht. Sie reden an den Themen vorbei. Und Migration wird so ein bisschen behandelt, ja, weil es jetzt irgendwie modern ist für diese Leute. Aber dass die Migration schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich ein Thema ist, das wollen die Leute am liebsten vergessen machen. Migration ist also auch Thema in den gesamten Haushaltsreden. Und Migration ist natürlich auch die Mutter aller Probleme hier in Deutschland. Wem sage ich das? Die AfD hat das schon immer gesagt. Wenn die Wirtschaft mal ein bisschen schwächelt, gut. Wenn wir in der Bildungspolitik vielleicht mal etwas zurückfallen, gut. Wenn wir aber überfremdet werden, als deutsches Volk hier mit fremden Kulturen in unserem Land konfrontiert werden und unsere Kultur dabei in Bach runtergeht, wenn unsere innere Sicherheit dabei perdu geht und wenn diese Überfremdung, wenn die Migration dazu beiträgt, dass unsere Schüler nicht mehr lernen, weil der Unterricht eben durch Migranten gestört wird, liebe Freunde, dann ist Schluss mit lustig und spätestens an diesem Punkt stehen wir auf und sagen, so nicht, wir von der AfD fordern all das, was wir bisher auch gefordert haben. Wir fordern nicht nur Stopp der Migration, wie es jetzt gerade ist. Wir fordern Remigration und das im großen Ausmaß, liebe Freunde. Wir fordern ein Ende der Asylindustrie und wir fordern einen Beginn der Abschiebeindustrie, liebe Freunde. Und wir haben ganz konkrete Vorstellungen, wie wir das auch machen. Dann wird ja immer so gesagt von Schlaumeiern oder von Nancy Faeser, die also uns weiterhin nur überfremden will, dass wir das gar nicht dürften, die EU und so weiter. Nee, liebe Freunde, unser Auftrag gibt uns das deutsche Volk. Wir wollen das deutsche Volk erhalten. Und auch aus dem Grundgesetz lässt sich das ganz klar ablesen. Die Identität des deutschen Volkes muss erhalten bleiben. Und dafür kämpfen wir Patrioten, dafür kämpfen wir hier in der AfD und dafür kämpfen wir am 22.09., dass die da oben, die uns überfremden wollen, endlich diesen Denkzettel bekommen. Und wenn wir es hier als drittes Bundesland in kurzer Folge schaffen, die 30% zu erreichen, na dann wackeln auch die Überfremdungspolitiker in Berlin. Und darauf arbeiten wir hin, liebe Freunde, mit patriotischer Politik, gewaltfrei natürlich, aber auch mit euch. Und darauf sind wir stolz. Lasst uns diesen Weg zusammen gehen. Die Wortwahl ist ja, die ist ja schon entlarvend von Nancy Faeser. Sie redet nicht von illegaler Migration, müsst ihr mal zuhören, sie redet von irregulärer Migration. Das ist der Ausspruch der Parteien, die leugnen, dass die Migration jetzt gerade stattfindet, gegen das Gesetz verstößt. Es verstößt gegen das Grundgesetz, Artikel 16a, muss ich euch nicht sagen. Die Menschen kommen aus Drittstaaten, dürften bei uns gar nicht sein, kriegen hier aber sogar nach 3 Jahren deutschen Pass. Und schon das allein ist ein Skandal. Und schon das allein sagt aus, wir haben es mit Kriminellen in der Regierung zu tun, die uns das antun. Irreguläre Migration, damit wollen sie verschleiern, was sie hier tun, was sie uns hier antun mit ihren kriminellen Machenschaften. Nein, das ist und bleibt eine illegale Migration, die wir sofort stoppen müssen. Und wenn jetzt 9-mal Kluge daherkommen und sagen, wir können die nicht stoppen, die können wir sofort stoppen. Lasst mal die AfD machen. Innerhalb von 3 Monaten werden wir hier einen Stopp der Einwanderung erleben und innerhalb der nächsten 3 Monate werden wir großflächig Rückführung erleben. Warum? Weil wir das wollen. Wir haben klare Kante, wir haben Auftrag, das ist das deutsche Volk, wir werden es schützen und wir werden die Dinge auch tun. Und
nicht Feser, die da reden. So nach dem Motto, die EU verbietet es, dass wir die Dinge nicht selber regeln können. Nee, auch ganz klar aus den EU-Gesetzen geht hervor. Wenn die EU etwas nicht regelt, und sie regelt eben die Migration nicht mehr, dann fällt das Recht automatisch wieder auf die Nationalstaaten. Und auch wenn es nicht so wäre, völlig egal. Wir werden das deutsche Volk schützen, wir wollen unsere Identität behalten, wir wollen die innere Sicherheit wiederherstellen und wir wollen unsere Tradition behalten, wir wollen die Identität des deutschen Volkes behalten und da machen wir auch keine Kompromisse. Deutschland, liebe Freunde, Deutschland ist nicht verhandelbar. Und dass wir eine Erosion des Staatswesens erleben, das können wir auch ganz gut bei der inneren Sicherheit ablesen. Da stellt sich also der Polizeipräsident von Nordrhein-Westfalen hin nach diesen Messerstechen in Solingen und sagt, jeder Bürger müsse selber einschätzen, ob er zu Versammlungen und Veranstaltungen geht. Sagt er in der Pressekonferenz. Und wenn man mal genau überlegt, was dahinter steckt, in seinen eigenen Worten, er kapituliert. Der Polizeipräsident sagt, es liegt jetzt in unserem Ermessen, ob wir die Gefahren einschätzen können. Völlig irre hier, liebe Freunde. Völlig irre. Und was würde daraus resultieren? Wenn wir das ernst nehmen würden, dann müssten wir uns selber schützen. Dann müssten wir jetzt fordern, dass wir selber Waffen tragen dürfen. Und dann müssten wir Bürgerwehren bilden, weil die Polizei das nicht mehr macht, weil der Polizeipräsident sagt, die Polizei ist dazu nicht mehr in der Lage. Irre, liebe Freunde, irre. Aber wir von der AfD, wir wollen hier nicht, dass die Bürger selber Hand anlegen müssen, wie zum Beispiel bei der Energiewende, dass sie da irgendwelche Bürgerenergien schaffen müssen oder eben bei der inneren Sicherheit. Nein, dafür ist die Polizei verantwortlich und mit der AfD wird die Polizei auch wieder die innere Sicherheit wiederherstellen und die Bundespolizei. Und wenn die das nicht macht, dann wird die Landespolizei unsere Grenzen hier in Brandenburg schützen. Wir werden das durchsetzen. Warum? Weil wir das auch wollen, liebe Freunde. Und wenn man sich fragt, warum das eigentlich alles so gekommen ist, ja, da kommen dann immer manchmal so die Ausflüchte, wir haben es mit Staatsversagen zu tun oder mit anderen Dingen. Nein, das, was hier passiert, ist kein Staatsversagen. Die Bundesregierungen, muss ich dazu sagen, nämlich dazu gehört auch die CDU-CSU-Regierung, der Vorgängerregierung, jetzt die Ampel, die wollen das genauso mehr oder weniger, was hier passiert. Mir kann keiner erzählen, wenn Zustand 10 oder 20 Jahre dauert und jeder weiß, dass er abgestellt werden soll, es aber nicht passiert, kann mir keiner erzählen, dass das nicht gewollt ist. Und in der Tat habe ich so das Gefühl, dass der Nationalstaat geschliffen werden soll, hier in Europa mal zum Anfang, in Deutschland mal zum Anfang, dass die Grenzen geschliffen werden sollen, wir überfremdet werden sollen, unsere Kultur verlieren sollen, damit man aus Europa so ein richtig schönes Siedlungsgebiet machen kann, die Menschen besser steuern kann, es gibt keine Identität mehr und dann kann man die Leute lenken. Und wir sehen das ja auch. Die Souveränität soll ja von den Parlamenten, den Nationalstaaten weg hin zu supranationalen Organisationen, wie zum Beispiel Weltgesundheitsorganisationen. Wenn man sich den Vertrag da mal anschaut, dann werden da die Parlamente ausgehebelt. Haben wir gelesen, die Weltgesundheitsorganisation, die nicht demokratisch kontrolliert ist, soll uns dann sagen, was wir tun oder noch besser lassen soll. Die soll uns vorschreiben können, wann Pandemie ist und wann wir zu Hause bleiben sollen. Nee, liebe Freunde, das wollen wir nicht. Wir wollen einen starken Nationalstaat. Und das geht nur, liebe Freunde, mit einer starken AfD. Aber dafür steht die AfD. Die AfD ist stark, sie wird immer stärker. Und sie wird auch genau das durchsetzen, was wir immer sagen. Mit patriotischer Politik werden wir diesen Laden hier auch wieder in den Griff kriegen und Deutschland retten, wenn ich das mal so platt sagen darf. Und dann haben wir noch das große Feld der Friedens- bzw. Kriegspolitik der Bundesregierung. Wir haben das große Feld der Energiepolitik. Zur Energiepolitik werde ich heute vermutlich nicht mehr kommen, aber vielleicht zu einem kleinen Teil. Nord Stream ist ja in die Luft gebombt worden. Ihr wisst das alle. Wir wissen seit 2 Jahren, dass die Bundesregierung dort nichts tut. Sie nimmt es einfach so hin. Dass einer der größten staatsterroristischen Akte nach 1945 unsere Infrastruktur zerstört hat. Ich bin überzeugt davon, liebe Freunde, die Bundesregierung weiß genau, wer dahinter steckt. Die USA sind auf jeden Fall Mitwisser, wenn nicht Täter. Und vielleicht auch die Ukraine, wie gesagt worden ist. Oder auch andere.
Wenn wir alle Indizien zusammenlegen, dann ist das leider so. Ich habe die Bundesregierung gefragt, wie schaut es denn jetzt aus? Es gab eine Meldung, dass die Ukraine also hinter diesem Anschlag stecken könnte. Und ich habe die Bundesregierung gefragt, wie ist denn jetzt noch so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Ukraine möglich nach diesen Geschichten? Und ihr werdet es wissen, ahnen, die Bundesregierung sagt nichts. Sie sagt also dazu, die Untersuchungen laufen noch und sie will dem nicht vorgreifen. Und dann habe ich auch noch gefragt, wie sie zu der Bewertung oder der Aussage von Roderich Kiesewetter, CDU, steht. Also, dass die Stabilität der Ukraine Vorrang hat und dann ist es völlig egal, ob wer dort Nord Stream in die Luft gejagt hat. Also ein völliges Unding. Daran kann man erkennen, dass auch die CDU/CSU die deutschen Interessen mit Füßen tritt. Naja, und dazu, ihr werdet es ahnen, hat sich die Bundesregierung auch nicht geäußert. Aber das ist sowieso ein Ding, dass die Bundesregierung sich nirgendwo zu mehr so richtig äußert, liebe Freunde. Wir stellen die eine oder andere berechtigte Frage, die also die Bevölkerung wissen sollte, aber die Bundesregierung sperrt sich dort. Und ja, ich kann leider immer nur den russischen Journalisten Rede und Antwort stehen. Dort kommen dann eben immer die Anfragen, aber eben von keinem deutschen Journalisten. Und hieran sieht man auch, dass die deutsche Presse völlig versagt. Sie müsste eigentlich auf der Matte stehen und hätte hier in Sachen Nord Stream schon längst investigativ unterwegs sein müssen. Tut sie aber nicht. Will sie nicht. Und auch daran kann man erkennen, dass die Hauptpresse einfach nur Steigbügelhalter für diese Bundesregierung ist. Liebe Freunde, das wollen wir nicht. Wir werden in Brandenburg aus dem Staatsvertrag aussteigen und dann muss niemand mehr die Zwangsgebühren von GEZ, RBB und so weiter zahlen müssen. Wir werden ein neutrales Angebot machen. Dort kann jede Partei dann entsprechend ihrer Wähleranteile eigene Sendungen machen. Ansonsten werden alle Sendungen neutral, ideologiefrei gehalten. Und das ist es, was wir brauchen. Nichts anderes. Weg mit diesem Sumpf jetzt bei RBB, der nur noch tendenziös ist und nur noch Hofberichterstattung bringt. Das wollen wir nicht, liebe Freunde. Vielleicht noch ein kurzes Schlaglicht. Wir haben ja jetzt erlebt, dass Volkswagen Stellen abbauen muss und sogar Werksschließungen machen muss. Wir haben das schon vor Jahren gesagt, dass es Irrsinn ist, was hier wirtschaftspolitisch und natürlich auch energiepolitisch passiert. Aber die Automobilindustrie, die hat sich zur Schlachtbank führen lassen, Volkswagen auch. Das heißt, wenn Volkswagen sich damals auf die E-Mobilität gestürzt hat, hat das kein anderer Autobauer gemacht. Wir sehen auch daran, welche Hybris man in Deutschland nicht nur in der Bundesregierung hat, sondern eben auch in der Wirtschaft. Die sind also voll der Bundesregierung auf den Leim gegangen und meinten, mit E-Mobilität hier den Laden am Laufen halten zu können. Mir war klar, dass viele andere Autofirmen nur so tun, dass sie E-Mobilität machen, aber natürlich immer noch auf den Verbrenner setzen. Und jetzt haben wir das Desaster ist hausgemacht, liebe Freunde. Aber das ist leider nur der Anfang. Wir sind 5 vor 12. Die Industrie wandert ab, Deindustrialisierung findet statt. Und selbst Hans-Werner Sinn, der Professor, der jahrelang das renommierte IFO-Institut geleitet hat, ist euch vielleicht ein Begriff, also mir ist er ein Begriff schon seit Jahren, aber es ist phänomenal, wie der Mann sich jetzt in die Politik einmischt. Also dieser Mann ist ja staatstragend. Also wenn man in die 80er, in die 70er guckt, in die 90er oder 2000er, dann haben sich solche Leute vornehm aus der Politik zurückgehalten. Die haben das überhaupt nicht kommentiert. Die haben eben die Politik Politik sein lassen. Und wenn er sich jetzt einmischt, solch einer Koryphäe, einer der besten Volkswirtschaftler, den wir haben, dann ist das bemerkenswert. Und was sagt er denn hier? Er redet von grünem Extremismus. Also nicht wir, nicht die AfD sagt das. Ne? Das sagt ein Mann, der gestanden ist, der aus der Wirtschaft kommt, der mit allen spricht und sich nie positioniert hat. Der stellt aber fest, grüner Extremismus, der hier am Werk ist. Und das gibt zu denken. Und er hat eine ideologische Grundorientierung ins Chaos festgestellt, liebe Freunde. Und das ist leider so. Wir gleiten Schritt für Schritt ins Chaos ab. Und das hat er, diese Worte hat er gesagt auf einem Symposium und dort gab es noch den Chef der deutschen Börse, Theodor Weimer. Also wenn es jemanden gibt, der mit internationalen Investoren zu tun hat in Deutschland, dann ist er das und auch er hat also ein vernichtendes Urteil über unsere Wirtschaft gefällt. Auf dem Weg zum Entwicklungsland, Originalworte von ihm,
Die Automobilindustrie ist kaputt gemacht worden, das Geschäftsmodell Deutschland kaputt geredet. Es war nie so schlecht das Ansehen in der Welt wie noch nie. Und wichtig, die Ausrichtung am Gutmenschentum wird nirgends geteilt. Liebe Freunde, das sind vernichtende Worte von Leuten, die mit der Politik nichts am Hut haben, die vor allen Dingen nicht rechts sind, die nicht extrem sind. Aber das soll uns nochmal zeigen, wo wir stehen. Und wenn dann dreimal, neunmal kluge Leute dazu hier zu uns kommen und sagen, es ist alles nicht so schlimm, nee, ist leider genau andersrum. Denn wir sehen nur die Spitze des Eisberges und der Eisberg ist unter Wasser. Aber, liebe Freunde, die gute Botschaft, immer dann, wenn es am schlimmsten ist, dann wird es anschließend auch wieder besser. Und es wird besser mit der AfD. Es wird besser mit den 30%, die wir demnächst hier haben in 2 Wochen. Es wird dann auch besser auf Bundesebene. Und ich merke schon jetzt, wie sich die Vertreter der Altparteien jetzt langsam immer nur noch verteidigen, dass wir diejenigen sind, die die Themen setzen, Migration vor allem, da kommen die nicht mehr raus, liebe Freunde. Und wir werden sie in den Würgegriff nehmen. Wir haben jetzt vor kurzem eine Kampagne in Brandenburg auch gestartet, nämlich nicht mehr Asylindustrie, sondern Abschiebeindustrie. Wir wollen eine großflächige Abschiebeindustrie. Wir wollen, dass die Unternehmen sich bewerben können, wie wir diese Abschiebung gestalten. Wir reden nicht nur drüber, wir tun das dann eben auch. Und das sind so Dinge, das sind Leuchttürme und die werden wir weiter vorantreiben, liebe Freunde. Da, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, sagt ein großer deutscher Dichter, genauso ist es. Daran werden wir arbeiten. Ich freue mich. Und ich bedanke mich bei euch, wir Patrioten, wir werden dieses Land retten. Gift drauf. Dankeschön.